Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Planet Crafter. Ja, und zwar, ihr seht schon, also vielleicht seht ihr das, ich habe hier... Das sieht nicht gut aus, ne, muss ich jetzt mal sagen, von hier oben. Aber ich habe mal was vorbereitet, denn ich habe vieles, vieles vor. Und was ich da gemacht habe, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar folgendes. Es ist noch nicht alles ausgereift in meinem Kopf, aber es wird nach und nach dann hoffentlich passieren. Denn diese Automatisierung, die wir jetzt hier, die Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben, sind ja grenzenlos. Und ich habe richtig Bock gerade, das alles zu nutzen. So, das Lager ist nach wie vor unangetastet tatsächlich. Ich habe hier noch nichts weiter gemacht, weil uns fehlen auch... Ich will das Lager auf jeden Fall noch ausbauen und neu machen. Allerdings hätte ich gerne dafür die neuen Schränke. Die muss ich mir aber für 5000 Geld kaufen. Also sprich hier für diese Währung. Ich habe 1700 bis jetzt. Die habe ich schon mal aufgeladen. Alles, was ich habe, habe ich hier schon mal reingeladen. Ich brauche aber 5000 davon, um den Blueprint für den neuen Schrank zu kaufen. Um den dann zu haben und bauen zu können. So, ich habe in unserem Lager die hintere Sektion, die wir hatten. Die ganz hintere, neue Sektion, habe ich wieder entfernt. Ich habe hier war ja vorher gar nichts, da habe ich jetzt einfach nochmal einen Gang gesetzt und habe tatsächlich unser Labor hier gelassen. Das habe ich auch so gelassen, den anderen Rest habe ich wieder weggenommen. Hier war ja der Autocrafter und eigentlich war es mehr oder weniger ein Versuchsabteil. Und jetzt wissen wir, wie das funktioniert und dann sind die Ideen gesprossen oder so. Und dann habe ich, hier habe ich auch noch was verändert. Ich dachte mir so ein bisschen schick hier nach unten gucken, finde ich eigentlich ganz nice auf dem Gang. Ich will noch viel mit viel mehr Lichtern und sowas arbeiten. Da habe ich richtig Bock drauf. Hier ist doch immer noch unsere Müllkisten hier. Das wird alles später noch fertig gemacht. So, das heißt, ich habe den ganzen Kram von da hinten auch wieder in die Schränke verbracht. Und naja, das hat alles irgendwie funktioniert. So, jetzt geht es ein Stockwerk nach oben. Ich habe angebaut und zwar oben drüber. So, folgendes. Wir haben unten unser Lager und hier möchte ich tatsächlich unsere Fabrik haben. Also hier möchte ich die ganzen Autocrafter haben. Und die sollen halt am besten all das, was wir hier haben, all diese Sachen, möchte ich, dass die Autocrafter die vollautomatisch produzieren und immer so lange produzieren, bis ein Schrank von den Dingern voll ist. Ne? Und dann wird immer wieder nachproduziert, nachproduziert, nachproduziert. So, das ist das Ziel. Jetzt frage ich mich, ich habe jetzt ungefähr so gebaut, dass wir 22 solche Dinger hier haben, wo dann überall ein Autocrafter reinkommt. Die Frage ist jetzt nur, brauche ich wirklich... das hier und das hier. Das ist irgendwie nicht wirklich zielführend. Also würde ich eher sagen, wir brauchen 20 Abteile. Die beiden würde ich mir jetzt einfach klemmen, weil Sauerstoff und Wasser brauchen wir aktuell nicht. Die beiden klammer ich jetzt einmal aus, wenn wir das irgendwann brauchen werden. Wasser glaube ich zumindest nicht, weil wir haben diese Wasserdinger, die automatisch immer aufgefüllt werden. Aber Sauerstoff vielleicht, keine Ahnung. Aktuell brauchen wir jedenfalls keinen Sauerstoff. Vielleicht für irgendetwas, was wir bauen müssen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal 20 Dinger. 20 von diesen Räumen. Ich habe schon mal angefangen, schon mal 1, 2, 3, 4 hier vorne schon mal gesetzt. Und habe... Warte mal, ich muss mal ganz... Ich gehe mal kurz mit euch hier durch. Also hier ist ein Gang. Ne, wir machen es anders. Also wir kommen hier hoch, ne? Hier geht es da unten ins Lager und hier geht es... übrigens aufs Dach. Später können wir dann hier noch die nächste Etage machen. Mal gucken. So, dann haben wir hier das Abteil mit den 4 Räumen. So. Hier geht schon der nächste Gang lang. So, dann geht es auf der Seite weiter. Jetzt haben wir kein Wasser mehr. Mist. Und hier haben wir auch alles voll mit Räumen. Das sind alles einzelne Räume. 10. Wie viele Stück sind das? Ich glaube 10. 10 Räume in Summe. So, dann geht ja der Gang hier lang. Dann haben wir hier auch wieder in Gang. Der geht bis hinten durch und hier sind dann überall Räume, 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 Räume auf der Seite. Hier ist nur der Gang. So, das sind insgesamt 22 und wir machen aber nur 20 fertig. Okay, ich muss mir schnell was zu trinken holen. So, Water. Let's go. Hier habe ich übrigens schon ein bisschen noch was drin, weil ich noch mehr von den Dingern bauen wollte, von den Autocraftern. So, das ist also Schritt 1. Und warte mal, ich nehme noch ein bisschen Eisen mit. Ich glaube, das wäre ganz gut, um mal zu zeigen, wie das jetzt laufen wird. Wir brauchen immer pro Schrank, brauchen wir 3 Eisen. Später will ich hier die neuen Schränke haben. In dem oberen Gebiet möchte ich keine
neuen Schränke, sondern die klassischen Schränke nehmen. Also, die Idee ist nicht von mir, ja, also ich finde das halt super cool. Ich habe halt, ich gucke ja auch Streams und so, und ich fand das einfach so genial. Das möchte ich einfach genauso machen. Also pro Quadrat machen wir quasi eine Sache. Ich habe jetzt hier schon ein Schildchen hingesetzt. Hier, Pulsarquarz. Okay, hier machen wir jetzt Pulsarquarz. Das heißt, für Pulsarquarz brauchen wir jetzt 5 verschiedene Items. Und zwar dann entsprechend auch 5 Schränke. Ich baue jetzt hier 5 Schränke hin. Ich hoffe, das Eisen reicht. Mache jetzt hier 5 Schränke hin. Leute, wir haben so viel massiv Zeug zu tun. Das ist einfach unfassbar. 1. Achso, ich hätte Steuerung drücken müssen. 2. Ich habe schon wieder nicht Steuerung gedrückt. Neuer Bauplan enthalten, generische Frosche. Ja, ich kann die jetzt selber bauen, okay. Hä, konnte ich die nicht vorher auch schon bauen? Na gut. Wohl nicht. So. Ne, jetzt haben wir hier schön entspannt 5 Schränke. Der steht nicht gut. Warum steht der hier so komisch? Moment. Diese 5 Schränke können wir natürlich auch noch betiteln. Im Prinzip brauchen wir jetzt aber nur hier für Pulsarquarz die Sachen. Das heißt, wir brauchen einmal Osmium. Und wir haben jetzt hier eine Nachfrage von Osmium. Wir müssen jetzt noch mal gucken wegen den Prioritäten. Wir haben also hier entsprechend 5 Prioritäten mehr gibt es nicht. 0 soll die stärkste Priorität haben und 5 die schwächste, ne? Und ich würde anfangen mit 1. Und die 0 würde ich einfach mal komplett außen vor lassen, falls wir irgendwo noch später was haben werden, was vielleicht eine höhere Prio braucht. Ne? Also ich starte jetzt so, dass da immer diese Schränke hier als erstes vollgemacht werden, damit die Produktion läuft. Und Prio 2 bekommt das Lager, denn da läuft immer alles andere weiter rein. Okay? So würde ich das jetzt machen. Priorität 1 haben diese Dinger hier. Und ich habe jetzt hier eine Nachfrage von, was wollte ich jetzt haben? War das Osmium? Ja, ne? Ich wollte Osmium haben. Warte. Genau. Dann machen wir hier Zeolit. Zeolit machen wir Prio 1. Nachfrage Zeolit. Ich habe vergessen, was das andere war. Oh mein Gott. Moment. Iridium, Uran, Methan, Kartusche. Iridium. Habe ich, ne? Habe ich alles so. Uran. Prio 1. Und Methankartusche. Prio 1. So, jetzt haben wir diese Dinger. So, das bedeutet, unten im Lager möchte ich aber, dass dann die Methan-Dinger hinkommen. Ja, also ich möchte, dass die Methan-Sachen dann ins Lager gehen, die ich produziere. Nee, Quatsch. Pulsarquarz, bist du doof. Pulsarquarz will ich machen. So. Ne, also wenn denn hier alles da ist, die müssten das ja so nach und nach dann herholen. Machen sie jetzt gerade nicht. Weiß nicht warum. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich zu wenig von den Dingern habe. Prio 1 haben die tatsächlich. Oder ist es andersrum? Ist Prio 5 das Beste und Prio 0 das Schlechteste? Hier, jetzt kommt Osmium schon mal rein und die laufen dann nach und nach voll. So, und dann würde der schon mal anfangen, Pulsarquarz zu machen. Und Pulsarquarz, muss ich runter? Ja, ich muss runter. Haben wir bislang halt immer hier gehabt. So, Pulsarquarz, Nachfrage, kommt dann einfach hier rein. Prio 0. Die Frage ist, setze ich das, auf welche Prio setze ich das hier unten im Lager?
auf Prio 2, ne? Weil letztendlich soll ja alles. Obwohl, ich will ja auch, dass das rausgeht aus der Produktionsstätte. Deswegen würde ich sagen, Nachfrage, Pulsarquarz geht auf 1. Weil es ein Fertigprodukt ist. Macht das Sinn? Ist das sinnvoll? Eigentlich will ich die fertigen Produkte hier. Naja, wir lassen es mal auf 1. So, und die müssen dann nach und nach reingeladen werden. Und genauso will ich das haben. So, bevor wir jetzt aber hier weitermachen, weitere Pläne noch mal checken. Ich möchte ja hier so ein paar Sachen kaufen. Wir haben halt, ich habe auch mitbekommen, es gibt normalerweise so Frachtabwürfe, aber ich habe bis jetzt immer nur irgendwelche Meteoritenschauer. Es soll zwischendurch auch mal einen Frachtabwurf geben. Und da kommen dann auch so Kisten und da kriegt man auch ein bisschen Money und sowas. Aber das Glück hatte ich leider noch nicht. Mal gucken, ob wir das noch bekommen werden. Ich bin sehr gespannt. So, dann wollen wir hier nochmal gucken. Also, ich kann ja diese Sachen alle verkaufen. Und damit, und die haben übrigens die Preise angehoben. Hier waren vorher 10, ne? Also Pulsarquarz und Leiterplatten hatten vorher 10 Teratoken. Und die anderen hatten irgendwie auch wesentlich weniger. Guck mal, der Raketentriebwerk hat jetzt 13. Und die Frage ist, auf was möchte ich mich jetzt spezialisieren? Was ist denn am einfachsten herzustellen? Was geht denn am schnellsten? Was ist am einfachsten herzustellen? Wie kriegen wir am schnellsten Geld rein? Weil ich möchte halt diese Sachen alle kaufen. Und das Allerwichtigste ist jetzt als erstes, und ich habe jetzt 1700 Geld, für mich der Schrank, damit wir das Lager hinkriegen. Und dafür brauche ich halt 5000, ne? Waren noch 5000, wo sind wir? Jetzt haben wir auch Bilder, jetzt kann man mal gucken, wie das aussieht, was man hier kauft. Dann kauft man keine Katze im Sack. Ja? So, hier will ich alles haben, übrigens. Ne? Wohnabteil und so finde ich super cool. So, Schließfachaufbewahrung T2, das ist das Ding. 5000. So, diese Raketengeschichten, ne? Das Ding und auch dieses Ding hier, davon bauen wir mehr. Die will ich aber nicht hier haben, die will ich woanders haben. Bevor ich das allerdings mache, und davon werden wir definitiv auch mehr bauen, weil es dauert ziemlich lange, wenn man Sachen verkauft, bis man das Geld bekommt. Das dauert irgendwie 10 Minuten oder so. Also richtig jetzt Echtzeit. Und ich möchte jetzt aber erst einmal, weil das habe ich auch noch nicht so ganz gerallt vorher, die Erzextraktoren, ne, die wir haben, die werden wir zusammen woanders hinstellen. Also die haben wir ja auf der ganzen Map verteilt. Ist gar nicht mehr notwendig. Tatsächlich, weil wir die überall nutzen können. Jetzt ist aber die Frage, wo stellen wir die Erzextraktoren hin? Da braucht man ja auch eine relativ ebene Fläche. So, ich möchte jetzt erstmal, wo ist denn hier mein, ich muss mal ganz kurz mich wohin porten. Also, ich habe schon mal eine Idee für die Raketen. Die werde ich hinten bei dem Stargate dahin packen, weil da eine gute Location ist. Da kann man gut so eine Raketenplattform hinpacken. Dann brauchen wir noch ein Gebiet, wo wir die Stromversorgung hinpacken, weil die Dinger sind hier in unserer privaten Base, also in unserer Schaltzentrale, wo ja auch später dann die Küche und der ganze Kram reinkommen. Die müssen da raus. Die will ich auch gesondert irgendwo anders hinpacken. Und das ist jetzt genau die Frage, wo wir das jetzt alles hinpacken sollen. Ich porte mich jetzt erstmal ganz kurz Richtung Schwefel. So, wir sind ja beim Schwefel. Hier brauchen wir ja im Prinzip. Das hier brauchen wir übrigens auch nicht. Kann weg. Habe gerade die Dinge zerstört und nicht angeguckt. Egal. Die Dinger stehen übrigens auch richtig kacke hier, diese Teile. Gefällt mir überhaupt nicht. Das Ding brauchen wir ja auch nicht mehr. Nicht notwendig. Man kann jetzt die Türen und Fenster und so weiter, kann man jetzt separat abbauen. Das finde ich auch sehr gut. So, hier, das ist. Warum ist das hier alles so scheißendreck unwegsam? Das ist echt nicht cool, ne? Diese Dinger hier würde ich gerne woanders hinstellen. Ich brauche dafür eine flache Ebene. Und ich schlage vor, dass wir die. Wo packen wir die hin? Hier ist auch nicht flach. Wo haben wir es flach? Da ist das Wasser.
Also im Schwefelgebiet finde ich eigentlich ganz gut, weil es ist auch nicht schön, hier irgendwas zu bauen. Aber ich brauche was Flacheres, wo wir das hinstellen können. Wie wäre es hier? Hier können wir doch diese Dinger hinklatschen, oder was? Dann machen wir auch hier den Teleporter hin. Wir können sogar alles hier hinknallen, oder? Also wir können sogar die Sachen, die hier, also hier drin, wo ist denn die Höhle jetzt? Ich finde die Höhle nicht mehr. Oh nein. Oh Gott. Was ist los? Wo ist die jetzt? Hier, ne? Also hier ist Eis. Unsere Höhle hier vorne bei der Base. Hier haben wir die Heizungen. Die können wir. Das Gute ist, wir können diese ganzen Sachen ja auch einfach da hinten hinklatschen, oder? Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Was ist denn das hier? Verlegen Heizung T5. Heizung T4. Oh. Okay, die müssen wir upgraden, ne? Die Dinger. Was war das hier? Kernreaktor. Haben wir schon einen anderen Kernreaktor? Nee. Dann haben wir hier Heizung T5, Kernreaktor T2. Okay, die Dinger müssen wir. Die können wir ja nachher auch bauen. Können wir eigentlich Schwarzpulver bauen? Naja, egal. Das machen wir alles im Autoprozess dann später. Also ich würde auch tatsächlich sagen, Kernreaktoren, Heizungen und diese Dinger da draußen, die packen wir alle ins Schwefelgebiet. Und hier, das Ding nehmen wir mit und suchen uns dafür einen anderen geeigneten Platz. So. Okay. Problem ist, ich muss mal ganz kurz nach Hause. Lager. Ich werde mal kurz was trinken und was essen. Bin zu weit gelaufen. Es gibt also Unmengen zu tun gerade. Was ich super cool finde. Ich hatte tatsächlich gedacht, ich mache jetzt hier zwei Folgen wegen des Updates, aber es sollte anders kommen. Und jetzt bin ich gehypt wieder und habe Bock auf Planet Crafter. So, das brauchen wir noch, ne? Ich packe das mal kurz raus. Das sortiert er ja automatisch ein. Warte, ich muss kurz gucken. Vielleicht haben wir Glück. Das ist kein Meteoritensturm, sondern so ein Frachtabwurf. Ich hätte gern einen Frachtabwurf, bitte. Aber es sieht nicht aus wie. Oh Gott, wie hell wird das denn hier gerade? Was ist das? Holla die Waldfee. Nee, hier ist nix. Gut. Oder auch nicht. So, ich habe gegessen, getrunken. Pass auf, ich nutze mal die Sachen hier nochmal schnell und stelle die mal eben auf. Und zwar auf die Seite. Auf welche Seite packen wir immer die Geschichten? Immer links, okay. Immer links. So, Autobauer. Eins. Brauchen die nicht auch Strom? Und gegenüber habe ich aber dann so gemacht. Okay, alles klar. So. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich müssen wir es noch mal ein bisschen besser hinstellen später. So, haben wir noch? Muss kurz mal Gepäck leerer kriegen.
Weiß auch nicht genau, ob ich hier Fensterscheiben reinmache. Da bin ich jetzt unsicher. Ich wünschte, wir hätten hier eine geschlossene Wand. Das wäre auch ganz cool. Aber gibt es scheinbar nicht. So, jetzt habe ich noch einmal Osmium. Okay, alles klar. Ich gehe wieder runter. So, dann ab zum Schwefel. Ich gucke mal, dass wir das da irgendwie wegkriegen. Das möchte ich jetzt gerne machen. So, ich nehme die Dinger mit. Bora T5. Superlegierungsstab, Osmium, das ist nicht viel. Bora T5. Hallo? Oh mein Gott, warum? Hä? Ich habe nur einen Bora T5 und ansonsten habe ich nur T4-Dinge? Okay, warte, das ist irgendwie. Das ist irgendwie strange. Dann würde ich ja fast sagen, wir nehmen die ganzen T4-Dinger weg, oder? Wie viel haben wir denn? Das sind 1, 2, 3, 4 T4 und ein T5. Ne, warte mal. Ich kann nicht gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Es waren 6 T4 und ein T5. Bau mal die Dinger alle ab. Mehr geht nicht. Bring das kurz weg und wir holen 7. Wir brauchen 7 Bohrer. Sag mal, wo ist denn hier? Ich bin schon wieder komplett lost. Da hinten. Meine Güte. So, Lager. Oha, ich klatsche das mal alles hier rein, wie immer. Außer die da. So, das heißt, ich brauche tatsächlich für den T5-Bohrer einfach nur 2 Superlegierungsstäbe und einen Osmiumstab, okay. Aber ich habe keine Osmiumstäbe. 3. Ich könnte jetzt 3 so eine T5-Dinger hinstellen. Brauche 2, 4, 6. Können wir mal oben Osmiumstäbe machen, bitte? Geht das? Nachfrage Osmium. Das muss eher. Die Prioritäten mache ich eh später nochmal neu, wenn ich die neuen Schränke habe. Ich muss mal kurz hier hin und irgendwas auf Osmium ballern. Zum Beispiel. Da brauche ich aber Eisen dafür. Okay, wir machen das mal kurz anders. Pulsarquarz. Ist er schon voll? Moment. Moment, 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 Moment. Pulsarquarz werden wir eh Unmengen brauchen gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Okay, ich mache jetzt 6 T5-Dinger, die werden nicht reichen. So, ich gehe mal runter. Oder wieder Pulsarquarze. So. Okay, dann lass mal rüber. Ich baue mal die T5-Dinger, baue dann die anderen ab.
So, wir müssen dorthin. Ich setze natürlich auch den anderen, den Teleporter noch um. Ganz klar. Wo muss ich hin? Hier? Teleporter muss dann auch hierher, damit wir halt schnell handeln können, ne? So, wir brauchen jetzt erstmal die Bohrer. Das ist sehr wichtig. Bohrerstelle. Ich fange mal hier an. Hier ist relativ eben. Das finde ich ganz gut. Sind so groß, ne? Geht's an zu regnen? Warum sind die so höllisch groß? So, T5. Um Himmels Willen. Will ich überhaupt so viele haben? Ist das gut? Das war klar. Fressen halt massiv Strom, ne? So, und einen würde ich hier gerne noch haben. Okay, reicht. So, da haben wir hier unsere Bohrer. Die stehen immer noch komisch. Aber gut. Achso, bis dahin. Okay, dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Strom. Ich baue die anderen noch ab da hinten. Wir haben jetzt fünf von denen. Von den T5-Dingern. Und ich baue jetzt diese hier ab. Das Ding holen wir später. Boah, wie viele waren das, Leute? Das sind ja Unmengen an Bohrern gewesen, ne? Heftig. So, ich bringe das Zeug schnell weg. Ruckel, ruckel. Hier funktioniert gar nichts mehr. Das ist toll. Okay. So, dann brauchen wir Pulsarquarz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir brauchen noch viermal Superlegierung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann können wir zwei von den Dingern bauen. Ich hoffe, das reicht. Ich weiß es nicht genau. Wir werden sehen. Ich klatsche die jetzt immer noch hier rein, ne? Aber auch hierfür brauchen wir einen besseren Platz. Müssen wir mal gucken, wo wir das hinmachen. So, das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben ja noch ein paar von den Dingen. Warte mal. Wir haben ja noch die alten Bohrer. Ein so ein Bohrer. Ich muss mal gucken, was T4 für eine. Oh mein Gott. Wie viel fressen die Dinger? Die fressen voll wenig, die T4-Dinger. Und die Dinger richtig viel. Wir haben gar nicht so viel übrig. Ne? Guck mal. Wir können direkt noch so ein Ding bauen. Naja, ich baue jetzt erstmal die anderen noch ab. Die alten. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel die. Tatsächlich.
bringen? Guck mal, ich habe mal den Filter rausgenommen, um mal zu gucken, wie viel so ein Bohrer bringt. Ein T4-Bohrer, Luftdruck 459 und Wärme 25. Und der hier, das ist viel, viel mehr. Das ist so viel mehr. Okay, alles klar. Das wollte ich noch mal wissen. Alles klar. So, wir haben Filter wieder drin. Wow. So. Einmal Schwefel bitte. Dann holen wir die anderen noch den Bohrer. Gerade dunkel. Toll. Ja, ich habe Durst. Juhu. So, perfekt. Und dann hätte ich gerne den hier noch. Woanders. Angebot. Hier wird nichts abgeholt. Warum? Ich habe, glaube ich, zu wenig Drohnen, ne? Kann ich den auch noch abbauen hier? Ich glaube, das wird zu eng, ne? Okay. Ich werde mal kurz nochmal rüber ins Lager. Dann baller ich alles wieder in den Mülleimer hier und dann holen wir den Schwefel raus und setzen das Ding mal ab. Bin voll. So, Schwefel raus. So. Bauen wir den ab. Ich weiß nur noch nicht, wohin damit, ne? Das ist jetzt meine nächste Frage. Raus damit. So. Oh. Gut. Und der Teleporter? Den stelle ich dorthin. Gleich am Eingang, wo die Bohrer sind, da kommen halt noch die Heizungen hin. Vielleicht machen wir ja auch den Strom noch rein. Mal gucken. Also die kompletten Energiequellen packen wir dann hier hin. Ich mache hier vorne hier irgendwo den, hier so den Teleporter hin. Und ich nenne ihn Energiequellen. Energiequelle. Moment, ich muss gucken, was hier passiert. Ich werde erschlagen von einem Pulsarquarz. Auf den warte ich jetzt gerne. Den würde ich nur einsammeln. Und ich sterbe eh gleich, weil ich Durst habe. Ach egal, come on. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir die ganzen Erzextraktoren mal gebündelt irgendwo hinstellen, vielleicht noch ein paar mehr dazu bauen, damit wir einfach mehr davon haben. Und die Heizungen noch verändern. Wir brauchen noch mehr Energiequellen, brauchen noch mehr von den Pulsarquarzen. Hier muss mehr gebaut werden. Mal gucken. Das wäre noch mal ganz gut, damit wir auch die großen T5-Heizungen bauen und nicht die kleinen. Ja, so machen wir das. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Macht's gut. Tschüss.